Guten Tag, liebe Besucher dieser Website. Mein Name ist Robert Hamedinger und ich zeige Ihnen hier, wie Sie sich für diese Lernplattform anmelden können. Dazu klicken Sie im rechten oberen Bereich auf den Link Login und dann auf den Link Neuer Zugang. Auf dieser Seite sind ein paar persönliche Daten von Ihnen notwendig. Als Anmeldename verwenden Sie bitte Ihren Familiennamen und ohne ein Leerzeichen gleich danach Ihren Vornamen. Als Kennwort wählen Sie bitte ein beliebiges Passwort. Hier müssen Sie allerdings bei einem weiteren Login die Groß- und Kleinschreibung beachten. Mit der Tab-Taste können Sie immer in das nächste Feld weiterrücken. In diesem Bereich sind noch einige weitere persönliche Angaben notwendig, wie E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname. E-Mail-Adresse, dies ist hier nochmals zum Wiederholen. Dann Vorname, Familienname. Im Feld Stadt/Ort füllen Sie bitte nicht die Stadt und nicht den Ort aus, wo Sie leben, sondern hier schreiben Sie Ihren Jahrgang ein mit der dazugehörigen Klasse, zum Beispiel 08 11 Klasse A. Bei Land wählen Sie bitte Österreich aus. Dies ist der letzte Eintrag in dieser Liste. Kontrollieren Sie nochmals Ihre Einträge und senden Sie Ihre Registrierung mit diesem Button ab. Der Passwortmanager von Windows will nun wissen, ob Sie die Login-Daten speichern wollen oder nicht. Ich klicke hier auf Nicht speichern. Kurze Zeit später sollte die E-Mail in Ihrem Postfach gelandet sein. Bestätigen Sie nun bitte Ihre Anmeldung auf der Lernplattform über diesen Link. Der Link führt Sie wieder zurück auf die Lernplattform SMZ Ost. Im rechten oberen Bereich sehen Sie, dass Sie bereits mit Ihrem Namen angemeldet sind. Generell erfolgt die Navigation für diese Lernplattform über diese Zeile. Wir gehen einmal zur Startseite zurück. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Profil ändern können. Klicken Sie dazu rechts oben auf Ihren Namen. Dann auf Profil bearbeiten. Hier im oberen Bereich können Sie sämtliche Einstellungen so belassen. Etwas weiter unten im Bereich Beschreibung können Sie sich kurz vorstellen oder zum Beispiel Ihr Lebensmotto erwähnen. Des Weiteren sollten Sie noch ein Bild von sich einfügen. Dazu klicken Sie im Bereich Nutzerbild auf Durchsuchen und wählen das entsprechende Bild. Hier können Sie noch eine zusätzliche Bildbeschreibung eingeben, das ist aber nicht unbedingt notwendig. Abschließend bestätigen Sie die Änderungen mit Profil aktualisieren. Nun gehen Sie wieder zur Startseite zurück.
zeige ich Ihnen noch, wie Sie sich für einen Kurs einschreiben können. Ich zeige das am Beispiel von Erster Hilfe im Jahrgang 0811 Klasse A. Klicken Sie dazu auf den Link 0811A. Dann auf Erster Jahrgang. Dann wählen Sie den Kurs aus. Sie sehen hier alle Kurse, die momentan zur Verfügung stehen. Wir entscheiden uns für Erste Hilfe 1a. Nun können Sie sämtliche Aktivitäten, die im Kurs geboten werden, für sich nutzen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.